Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, überhaupt irgendeinem Spieler in den Kopf zu schießen in der Zeit. Jetzt im Ernst. Wo die eigentlich hin? In die Richtung? Irgendwo da ist ein Spieler. Das. Naja, toll. Wenn der Team im Hubschrauber kommt. War das mein Auto? Das da gerade explodiert? Halt viele, die sich wie Arschlöcher benehmen. Spieler. Das ist kein Kopfschuss, jemand mit einer ferngelenkten Rakete fertig zu machen. Nein, das ist kein Kopfschuss. Geschossen. Das fand ich jetzt nicht lustig. Wo ist er denn? Ah, hat sich schon wieder verpisst. Da ist was mit Rallye-Streifen. Ah, ein Angebemuster. Ist auch nicht viel besser als der hier. Wahrscheinlich hat jetzt keiner Keim in den Kopf geschossen. Piep, 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 aus wie Maus. Und irgendjemand gewonnen. Was war das gerade? Hä? Der Inhalt war schon immer kostenlos verfügbar. Open. Was? Open Wheels. Sand Racing.
kein Kontakt, eine Runde. Open Wheel, Meter ist aktuell Standard aus. Ups, eigene Fahrzeuge ein. Jetzt kommt doch wahrscheinlich mit dem super getunten, mit, wo du keine Chance hast. Feste Kamera, keine. Spiele 1 bis 30, werde 65%. Ja, jetzt wartest du halt, bis die anderen dann irgendwie ausgeweitet sind. Naja, ich spiel mal zu dritt. Ich bin der Schwächste. Level 16. Das ist Sand Racing, also. Irgendwas Sandiges. Das passt doch alles nicht, oder? Warum steht da überall nicht bestätigt? Wo sehe ich, was das ist? Achso, da unten. Irgendwie alle gleich ähnlich. Da im Sand? Das ist sehr seltsam. Da nimmt man doch irgendwie. Und da kann man sich nicht gegenseitig rausschmalen. Finde ich nicht schlecht. Wenn man sich nicht karambolieren kann, sondern. Tja! Kleiner Fahrfehler und vom ersten auf den dritten Platz. Nochmal. Komm noch mal. Wir warten. Er hat auch schon abgebrochen, der Host. Jetzt bin ich Host. Und der hat diesen Drone da. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Mach mal einen schnellen. Was ist denn da für ein Gefährt? Muss
schneller. Eindeutig. Und seine Karre habe ich keine Chance. Diese falsche Richtung. Aufpassen, dass du nicht runterfällst. Und passiert. Eins, zwei. Während des Rundens kannst du einen Respawn am letzten passierten Spielstand gedrückt halten. Ist das hier der falsche Richtung? Dann hätte ich da wahrscheinlich abbiegen müssen. Jetzt. Irgendwie nicht mit. Wo ist denn der nächste Punkt? Der ist hier drunter. Ah, jetzt macht's wieder Sinn. Ich will ja nur noch ins Ziel kommen. Nie beendet. Abgefahrene Kacke. Irgendwann brichst du mal den Finger, mein Freund. Ich will diese Sand-Dings da nochmal haben. Das ist dessen so mal. Sandy Shore Stadium. Du warst nicht das? Krasse Tuner. Ja, dann nehmen wir mal so. Sofasportler Kanonenfutter. Zerbrechlich. Profi-Rennfahrer. Okay, der fährt irgendwie nur ständig.
Leckeren. Lass noch 5 Sekunden, dann breche ich das Ding hier ab. Oh, ich nehme mal die 20 da. Dreizehn, 21, 13. Es springt da wegen. Die Güter. Also, ich bin jetzt hier irgendwo mitten im Nirgendwo rausgekommen. Super, Dankeschön. Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliegen, Fahren. Ich kann mal wieder diesen Sprung machen. Ja, komm, renn, 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 renn. Bis dir die Lunge aus dem Hals hängt. Pass auf, gleich schießt mich irgendein Typ da mit seinen Jets wieder ab. Hier so eine J-Kiste. Kann überall sein. Das ist hier ein großes Dixie-Klo. Der Sound. Pluring. Zählt aus. Cool abgerollt. Ah. Vielleicht ist es ja hier drin. Hier steht eine Kiste. Wo ist es denn? Ein unscheinbarer. Oder war dann? Es scheint ein kleiner Kasten zu sein. Rechteckiger Kasten. Das muss dann das Wohnmobil sein. Oder der Bus. Echt das Wohnmobil? Da steht doch Junk. Da. Was du finden musst, ist ein Fallschirm. Ein Junk-Fallschirm. So nach oben ziehen.
Wieso habe ich den verpasst? Ach. Ja, verpasst. Den hat er gelten lassen. Am besten spielt man an der Kamera gar nicht rum. Habe ich schon das Gefühl. Zeitvorgaben. Am besten lässt man die Kamera, wie sie ist. Da soll ich dann landen. Und gelandet. Zeitvergabe unter Boden, präzise Landung. 3000 Euro. Können wir mal einer hier. Ich bin auf einem kleinen Inselchen gelandet. Ich glaube, ich muss schwimmen. Ich glaube, ich muss schwimmen. Was ist das X? Ich weiß nicht. Ach, das ist ein anderer. Was ist denn das hier? Turismo Windsor. I'll bring it to you. Ach nee, das war ja die Dingskarre. Die Tarnfleckkarre, oder? Naja, das hat's nix. Was ist denn er? Ron Jakowski. Luftfrachtschmuggelring. Naja. Den kommt ja fast nicht vom Fleck. Wahrscheinlich ist die Karre so schwer. Und deswegen nicht beschleunigen anständig. Sorry.
Ah, ich hätte da durch müssen. Macht ja nichts, hab ich ja immer noch. Und durchs Motel. Hier nicht mehr Trevor gewohnt. Wie hieß er ja jetzt, Trevor? Ach, Ron, ja klar. Trevor ist ja nicht mehr. Wo genau ist der jetzt? Okay. Klar, das ist doch das Ding vom Trevor, oder? Der Wohnwagen. Und hier war die Garageneinfahrt, oder? Der sieht ein bisschen anders aus. Aber ist er das nicht? Hey, you know, I can't say too much because they're listening. But there's more to those hangers on Maze Bank foreclosures. Then you might realize. You buy one, you buy me. Well, I mean, you buy a partnership with me. We'll go in together on the air freight business. How's that sound, huh? No, warum nicht? Hello? Hello? You there? Oh, God damn it! I hate cold call. Was kosten Hangars? Da oben gibt es auch welche, die sind vielleicht billiger. Fickfinger. 2 Millionen. Ganz schön teuer. Und die da unten? 1,5 Millionen. Hangar 1 am Flughafen. 1,2 Millionen. Ja. Kann ich mir vielleicht bald leisten. Muss ich Geld machen. Gibt es eigentlich noch... Die müsste es da eigentlich auch noch geben, oder? Die Aktienbörse ist nicht verfügbar. Okay, haben wahrscheinlich zu viele Leute beschissen. Und das sind immens reich geworden, haben sich, was weiß ich, wie viele Accounts gemacht und dann ganz viel getradet. Und die Besten haben es dann sein lassen, die anderen sterben. Ich weiß nicht. Irgendwie ist da wohl was schief gelaufen. Was gibt's denn hier? Ein Apartment. Was kostet das? Das ist... Ich kann nichts sehen. Das kann ja nicht teuer sein.